Nun ist der Parkettboden gekauft und verlegt. Jetzt soll er möglichst lange halten. Willkommen auf der Bricoflora YouTube-Seite. Mein Name ist Tobias und heute reden wir ein bisschen über die Pflege und Reinigung vom Parkettboden. Parkett besteht aus Holz. Und da Holz naturgemäß anfällig zu Feuchtigkeit oder Schmutz ist, sollte er geölt oder lackiert werden. Bei lackiertem Parkett wird ein Schutz gegen Kratzer und Feuchtigkeit geschaffen. Diese glatte Oberfläche ist besonders pflegeleicht. Bei geöltem Parkett wird die Oberfläche mit natürlichen Effektölen versehen. Dies schafft eine matte Optik und schützt vor Feuchtigkeit. Wir raten davon ab, geöltes Parkett zu schleifen, aber dazu gleich mehr. Für die Erleichterung der Pflege von Parkett beachtet einfach diese 4 Brico-Tipps. Brico-Tipp 1. Bei alltäglicher Pflege sollte so wenig Wasser wie möglich verwendet werden, da das Holz sonst aufquellen kann. Das heißt, bei lackiertem Parkett nebelfeuchtes Reinigen. Bei geöltem Parkett ist Feuchtwischen erlaubt, aber nicht nasses Wischen. Bitte diesen Unterschied beachten. Brico-Tipp 2. Die Wahl des Reinigungsmittels ist sehr wichtig. Es sollte keine starken Reinigungsmittel verwendet werden, da diese der Oberfläche und dem Holz schäden könnte. Bei geöltem Parkett nutzt daher pH-neutralen Reinigungsmittel. Bei lackiertem Parkett sollte ein Reinigungsmittel, das mild ist, zum Einsatz kommen. Brico-Tipp 3. Bei kleineren Kratzern und Rissen kann ein Retuschierstift schnell helfen. Diese Stifte sind oft in den passenden Farben Ihres Parketts erhältlich. Ein größerer Schaden? Keine Panik. Hierzu Brico-Tipp 4. Bei größeren Schäden können Reparaturmassen zum Einsatz kommen. Holzpasten oder Kunstharzkits sind hier oft hilfreich. Achtet darauf, dass die Reparaturmassen zeitnah eingesetzt werden, noch bevor sich die Schäden verschlimmern können. Dies kann passieren, wenn beispielsweise Wasser in das Holz eindringt. Egal ob geölt oder lackiert, Parkettboden sollte jede Woche mehrfach gefegt und oder gesaugt werden. Bitte beachtet beim Reinigen von Parkettböden. Der Boden sollte vorher gestaubsaugt werden oder gefegt, um den groben Schmutz und Staub zu entfernen. Die Reinigungsmittel oder Pflegemittel sollten ca. 1:10 mit Wasser vermischt werden. Bitte beachtet hierfür die Bedienungsanleitung. Danach dünn auf den Boden auftragen und ca. 1 Stunde einwirken lassen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Reinigung und Pflegemittel findet ihr bei uns unter www.bricoflora.de. Gerne könnt ihr uns auch hier in Wuppertal besuchen. Informationen findet ihr hierzu auf unserer Homepage. Falls ihr noch Fragen habt, einfach unten in den Kommentaren melden. Bis zum nächsten Mal.